Hallo und ein herzliches Willkommen zu meiner ersten Folge hier von Altes Live in Arma 3. Und ich habe gerade jetzt schon gut 3 Stunden gespielt und habe schon ein bisschen Geld gefarmt hier. Ich habe hier schon 290.000 Ich wollte jetzt gerade euch einfach mal auf eine Farmtour mitnehmen, eine Runde hier Kupfer. Also ich bin hier gerade oben in Pyrgos und geht jetzt runter zur Kupfermine, zum Kupferverarbeiter und zum Edelmetallhändler. Auf so eine Runde kann man mal gut 100.000, 115.000 machen. Und ich habe gerade beim Inventar sein gesehen, ich habe hier so eine Wundertüte, ich weiß nicht, was da passiert. Ich benutze den mal. In der Wundertüte war eine Rakete. Rakete Neon, okay. Benutzen. Oh, Waren auf jeden Fall. War ein bisschen Geld drin. Sehr schön. Das bekommt man dann wahrscheinlich durch den Levelaufstieg. Wir sind inzwischen schon Level 3. Und, ich würde mal sagen, geht's heute mal eine Runde farmen. Beim nächsten Mal werde ich euch vielleicht mal mitnehmen. Keine Ahnung, vielleicht mal langsam. Könnte man schon mal anfangen, irgendwie eine Waffe zu kaufen oder so. Sowas würde ich euch dann natürlich auch mitnehmen. Oder ich habe gerade ein paar schöne RP-Situationen gemacht. Vielleicht könnte ich das ja irgendwie mal... Heute habe ich es nicht so gefahren. Vielleicht könnte ich euch das irgendwie mal einfügen. Vielleicht irgendwie so. Oder ich könnte mein Best-of vielleicht rausschneiden. Das mache ich vielleicht eher. Ansonsten. Weg sind ziemlich lang. Ja, okay, 6 Kilometer sind jetzt auch nicht so lang, aber es geht einigermaßen so. Ich muss mal kurz, habe ich was zu trinken? Ne, habe ich nicht. Okay. Trinken habe ich jetzt nur noch etwa die Hälfte, aber das sollte, glaube ich, lang. Tank ist auch noch Hälfte voll. Ich glaube, das läuft stabil. So. Könnt natürlich auch schreiben, was ihr mehr sehen wollt. Ich meine natürlich so RP und Action ist natürlich immer cool alles, wenn man jetzt hier so mal farmt einfach, ne? Das ist mir natürlich auch klar. Deswegen, am Anfang werde ich wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen farmen, ne? Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich auch öfters mal im Off farmen. Oder so, damit ich halt immer ein bisschen Geld habe, damit ich halt auch mal, keine Ahnung, mir ich... Man kann hier, glaube ich, sogar Fahrzeuge tunen auf dem Server. Da ich eventuell mir vielleicht mal ein schönes Auto kaufe, um das Fahrzeug dann zu tunen. Muss ich mal schauen. Werde ich wahrscheinlich schon machen. Ansonsten halt. Ist ein ganz normaler altes Live-Server eigentlich. Man kann aber ganz gut RP mit den Polizisten machen und auch mit den Medics. Zum Beispiel, vorhin hat mich die Polizei mal kontrolliert. Hab natürlich noch nichts Schlimmes gemacht. Oh, Trucker Level 2. Nice. Hab natürlich noch nichts Schlimmes gemacht und, deshalb, haben sie mich weiterverlassen, haben halt gefragt, wie es mir geht, was ich so mache und so. Mit den Medics kann man richtig geiles Epic machen. Zum Beispiel, zweimal habe ich sie schon gebraucht, einmal... Beim Reparieren ist das Auto so ein bisschen rumgebackt und mein Freund und ich sind dabei draufgegangen und da kann man eigentlich ganz gutes RP machen, beziehungsweise als ich später nochmal einen Unfall hatte, konnte ich richtig cooles RP machen. Vor allem, wir sind halt drauf eingegangen und sowas, auch wenn das jetzt keine Hardcore-RP-Server ist, finde ich trotzdem, dass die Medics das ziemlich gut mitmachen, so. Vor allem da jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe keine Ersatzreifen dabei oder so und dann sagen sie, ja, okay, ich hole sie jetzt und dann sind sie halt im Auto und haben es wirklich so halt und das ist halt so diese Situation, wo halt gutes RP entsteht und was halt auch richtig Spaß macht, so zu spielen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, so. Ne? Ja. Natürlich gibt es wie auf jedem Server solche Leute, die schon ein bisschen mehr Geld haben und dann meinen, okay, sie müssten so in der Art mal Schutzgeld zu verlangen, so in der, beziehungsweise Begleitschutz anbieten. Also bei meinem Freund schon, mich haben sie schon angeschrieben.
Eventuell könnten wir mal gucken, ob die RP überhaupt mitmachen. Beziehungsweise, wenn sie RP machen, ob man da eventuell was machen kann. Bevor ich jetzt weiterfahre, müsste ich einmal kurz den Sound in-game ein kleines bisschen leiser, oder? Dann hört er wahrscheinlich nicht mehr, wenn Leute sprechen. Ich lasse es mal so und wenn es dann für nächste Folge zu laut ist, ich mach's doch ein bisschen leiser. So. 5% leiser, geht auch hoffentlich. So. Wenn es dann zu laut sein sollte, dann werde ich es wahrscheinlich nochmal runterregeln. So, jetzt aber sind wir schon in 1,6 Kilometern da. Und, ja. Mal schauen so, ob wir diese Runde überfallen werden. Ich hoffe mal nicht. Beziehungsweise, sie wollten, diese Leute, die Begleitschutz anbieten, wollten, irgendwie die Gang, also ihre Gang hier vorstellen oder so, hat er mir über SMS geschrieben. Ja. Muss ich mal schauen. Ich hoffe jetzt, damit sie mich nicht irgendwie abpassen oder so. Beziehungsweise ist auch schon ziemlich lange Zeit vergangen. Das war hier in-game schon am letzten Tag. Wir haben jetzt ja gerade 6 Uhr morgens. In der Nacht habe ich gerade die letzte Runde zu Ende gefahren, nachdem die Medics da waren und mir beim Reparieren geholfen haben, da ich ja keinen Werkzeugkasten mehr hatte. So war das gewesen und jetzt war ich schon vorbei. Irgendwas hinter mir? Nee. Das ist dann das eigene Motorengeräusch. Und, ja. Hier seht ihr ja die ganzen Steine, die rumliegen. Ja. An so einem Stein bin ich hängen geblieben. Und dann bin ich dran gestorben beim Reparieren, beziehungsweise mein Freund hat repariert. Und, ja. Ist halt Arma. Jeder, der Arma spielt oder schon mal gespielt hat, der weiß das. Jetzt habe ich einmal kurz nach oben geguckt und jetzt war ich schon wieder an Stein. Okay, Fuel habe ich nur noch die Hälfte, da müsste ich mal tanken gehen. Was auch cool ist, man kann Tankstellen überfallen oder man kann auch die Tankrechnung nicht bezahlen. Das heißt, man könnte auch so kleine Straftaten machen und eventuell dann so mit den Polizisten vielleicht ein bisschen Roleplay starten, beziehungsweise, ja, grüßt die Pommes ein bisschen, ne? Und ja, da kann man dann mal schauen, ob die das Ganze dann auch mitmachen. So, jetzt wird erstmal hier gefarmt, ne? Ich bin da, glaube ich, schon Level 3, oder? Level 2? Weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall halt, Kupfererz wird jetzt gefarmt, wird verarbeitet und dann am Ende verkauft. Jo. Haben wir eigentlich da jetzt wieder so ein Wundertüte bekommen? Nö. Ups. So. Habe ich aber übrigens auch gesagt, schon als ich Wasteland gespielt habe, ist auch schon wieder eine kleine Zeit her, glaube ich, ne? Habe ich gesagt, dass ich auf jeden Fall mal Arma 3 Altes Live spielen möchte und so ist es, Altes Live ist jetzt endlich mal da. Und es wird jetzt auch wahrscheinlich die nächste Zeit des Öfteren mal kommen. Ich werde vielleicht dann jetzt nicht so, ja, Folge machen, so in der Art wie immer, sondern vielleicht auch zwischendurch mal irgendwie vielleicht mal schneiden, sodass es halt, wenn ich halt gerade irgendwie drin bin, dass halt ein Schnitt kommt und dann irgendwie, damit es halt weitergeht, dass er nicht irgendwie eine Farmtour, eine Folge oder so. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das so handhabe. Und da höre ich gerade einen LKW, ist ein Samek oder so. Ja. Yep. So einer ist natürlich auch cool, hat aber nicht ganz so viel oh lol. Das meine ich mit Arma 3 so, ne? Guten Tag. Geht's Ihnen gut? Sie haben ja da so einen halben, fast Überschlag gemacht. Ja, mir geht's gut. Ja. Ich kann wieder schlecht sein. Die Steine immer, ne? Sie kennen sie ja auch. Ja, auf jeden Fall nicht so ganz die, nicht so ganz viel RP machen zu den normalen Leute jetzt halt hier auf dem Server.
Es ist halt kein Hardcore-RP-Server, muss man dazu sagen. Wenn ich das vielleicht irgendwie später mal oder in nächster Zeit irgendwie vielleicht mal richtig Bock drauf kriegt, dann könnte ich vielleicht irgendwie auch mal auf so einen Server gehen, wo man Whitelist braucht oder so. Ja. Und da geht dann halt richtig RP ab. So, wie viel habe ich schon? Fast voll. Mit einmal noch der hier unser Truck voll gemacht. So. Stauraum dauert auch hier ein bisschen Zeit. So, 22 passen rein. Nochmal hier das Inventar weiter voll machen. Und dann sollte das wieder mal ganz gut bringen. Jetzt so zum Vergleich zu meinem kleinen Truck, zu dem Samek hier. So viel an Platz haben die gar nicht. Also so viel Platz mehr hat er an Platz gar nicht. Ich glaube, der hat so 120 oder so und meiner hat 95 oder 90 so in der Art. Und der kostet halt einfach mal gut, ja, so fast das Dreifache. Und das sehe ich halt eigentlich erstmal für die erste Zeit nicht ein. Da werde ich dann wahrscheinlich eher noch was Größeres holen als den Samek hier. Da werde ich wahrscheinlich einen Hammett oder sowas dann mal holen. Oh, da wird das Haus von der Polizei durchsucht. Natürlich nicht unseres, nämlich so viel Geld haben wir natürlich, haben wir noch nicht. Ja. Ist einmal noch kurz. Macht das doch wieder hier ein bisschen lauter. So, sammle ich weiter. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Person hier verstehen konntet. So gut. Dann lieber ein bisschen zu laut jetzt, als dass ihr gar nichts hört, nämlich das wäre ein RP. Ist es ein bisschen blöd. So, wie viel Platz haben wir? Wir sind aber übrigens schon Level 3, ne? Bei Level 1 hat er dann nur immer 1 abgebaut und ab und an mal 2 Kupfererz. Das geht hier dann doch schon bedeutend schneller. Er baut doch schon eigentlich gut mal 2 immer ab. So. Ich laber halt hier jetzt ziemlich viel, weil sonst, wenn ich jetzt hier nur da stehe und nichts sage, wird es wahrscheinlich noch langweiliger, als es eh schon für euch ist. Kann man im Gefängnis haben? Pff, ja, gute Frage. Glaube nicht. Da, diese Sachen im Chat. Manche Leute sollten vielleicht erstmal über die Frage nachdenken. Ja gut. So. Jetzt geht's einmal hier zum Kupferverarbeiter. So. Jetzt fährt er wieder nicht geradeaus. Jetzt zieht er immer nach links. Gut, jetzt. Jetzt geht's wieder. Einmal ein bisschen rechts, links lenken und dann funktioniert das Ganze. Das ist halt armer, Leute. Aber es macht Spaß und deswegen spiele ich das Ganze. Ich spiele es, weil es Spaß macht. So. Mal ein einmal kurz. Fahre ich am besten hier auf die größere. Ups. Da vorne dann auf die größere Straße. Bei so einem Hang habe ich gute Erfahrungen gemacht. Da hat es mich nämlich dann auf den Kopf gedreht. So. Meine Güte. Tanken müsste ich auch mal. So, einmal kurz schauen, wo ich jetzt lang muss. Ich muss da die Straße. Ist jemand? Nö. Mit einmal Richtung Verarbeiter. So, noch 4,5 Kilometer. Natürlich irgendwie eine Tankstelle oder so zwischendurch mal sein sollte.
Will ich wahrscheinlich mal hier. Will ich wahrscheinlich mal tanken. Bevor ich tanke, ich müsste hier einmal kurz. Audio. Die Effekte einmal ein bisschen runterstellen, damit das Motorengeräusch nicht ganz so laut ist. Aber die Stimmen sollten dann laut, genauso laut bleiben eigentlich. So, ich glaube jetzt sollte das doch besser gehen. So. Perfekt. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die Stimmen genauso laut bleiben oder genauso leise. Ist ja immer so eine Sache hier. Dass der Ingame-Sound von den Leuten, die reden, recht leise ist. So. Da ist eine Bank. Da hole ich mir vielleicht gerade nochmal 1000 oder so. Damit ich mal, hier nochmal tanken kann. Einmal anhalten kurz. So. Wo geht's hier ran? Kann man da durchgehen? Ja. Dann laufe ich halt hier außen rum. So. Ach, warum laufe ich da überhaupt hin? Bin ich blöd oder was? Sucht in der ATM. Ach, jemme. Gut. Das meine ich, jetzt lenkt er nämlich nach links nur. Muss man einmal hier so ein bisschen lenken und dann geht das. So, hole ich nochmal hier 1000 schnell abheben. So. So, wo muss ich hin? Ah, hätte ich rechts abgemusst. So, normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwo wahrscheinlich irgendwie langsam einen Cut gemacht. Weil die Folge jetzt auch schon langsam so auf die 15 Minuten zugeht. So, dann fahre ich am besten auf diese Autobahn und dann klappt das. Gut. Weil die Folge schon so langsam auf 15 Minuten zugeht, aber ich würde sagen, heute. Soll ich jetzt heute mal eine längere Folge machen? Ich weiß nicht. Oder. Ich glaube, ich mache jetzt einfach einen Cut. Das. Dann machen wir morgen, also dann machen wir in der Folge morgen die Farmtour zu Ende. Und ja, dann halte ich mal kurz an, verabschiede mich schnell und ja. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von Arma 3 altes live sehen wollt. Und ja, vielen Dank übrigens für die lieben netten Kommentare, die ihr mir schreibt. Und ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben, Abo da lassen und wir sehen uns morgen wieder. Also bis dahin, macht's gut, euer Waffenmeister und ciao, ciao.